Hallihallo, Lülle. Ich habe etwas gekauft und zwar habe ich im Turbine-Shop etwas eingekauft. Daylight, Dragonheart, die zwei Mediabooks wurden meiner Meinung nach oft genug gezeigt in der letzten Zeit. Ausgepackt, unboxed und ja, vorgestellt. Deswegen packe ich die zur Seite. Ich möchte euch heute etwas anderes zeigen. Und zwar der Wixer. Ich weiß gar nicht, darf man das sagen bei YouTube oder wird es dann gesperrt? Ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Also es gibt heute der Wixer. Viel Spaß dabei. Hallo Freunde des guten Geschmacks. Ich habe hier zwei schöne rote Mediabooks, die ich heute auspacken möchte und euch kurz zeigen möchte. Und zwar sind das die, ja, Edgar Wallace-Parodien, der Wixxer. Ich bin wirklich unsicher, ob man, also YouTube hat ja so einen Algorithmus drin und auch diverse Filter, die ja checken, ob hier vulgäre Sprache gebraucht wird. Da würde ich jetzt gerne mal wissen, ob der anschlägt bei diesem Titel. Ich muss ehrlich gesagt sagen, oh, da haben wir schon das erste kleine der FSK-Logo. Ich habe tatsächlich das gedacht. Doch sieht man aber eigentlich ja, dass der drauf ist. Ich dachte irgendwie, der ist auf dem Mediabook und nicht auf der Umverpackung. Ja, also ich muss gestehen, ich fand den Titel schon immer irgendwie ein bisschen. Ich habe kein Problem mit anstößigen Titeln, aber ich fand den schon immer so ein bisschen absichtlich provokant und plakativ gewählt. Und das hat mich schon irgendwie als etwas. Ja, ich war da, als er rausgekommen ist, war ich jugendlich, würde ich sagen. Zwischen 16 und 18 war ich irgendwie alt. Da fand ich damals schon den Titel einfach absolut peinlich, weil man. Es gab dann diese 0815-Jokes. Was ist dein Lieblingsfilm? Ja, der Wichser. Haha. Und irgendwie hat mich das nicht so umgehauen. Aber egal, darum kommen wir gleich später nochmal, auch welche Art von Film das überhaupt ist. Jetzt geht es erstmal um die Verpackung. Also, aufgemacht ist das Ganze natürlich wie ein, ja, wie ein Groschenroman, ne? Diese typischen Heftchen, die man dann auch kaufen konnte, so am Kiosk und Co. Die, ja, Groschenroman halt. Ist relativ überladen, das Ganze, das muss man einfach sagen. Also, das Cover ist voll. Ne? Das ist wirklich voll. Von den Figuren. Sehr cool gezeichnet. Ich muss da ganz klar sagen, ich hätte es so viel cooler gefunden, wenn eben nur die Figuren drauf gewesen wären mit dem Schriftzug, das Ganze ein bisschen größer und der ganze Text wäre weg gewesen. Hätte ich deutlich cooler gefunden. Hinten drauf ist leider alles aufgedruckt, das ist kein Flyer, J-Card oder wie auch immer. Also aufgedruckte Infos und Text finde ich ja immer nicht ganz so doll. Hier haben wir die Bilder, dann haben wir hier kleinen Text, Inhaltsangabe, was zu den Specials. Das Mediabook als solches ist ja in so einem, ist eher so ein mattes Material. Hier unten haben wir nochmal das Motiv, was ich mir als Cover gewünscht hätte, ohne Text. Und sonst haben wir im Vergleich zu den anderen Turbine Mediabooks einen Unterschied. Und zwar haben wir hier tatsächlich Red Pack mit drauf. So, und da muss ich ganz klar sagen, das verstehe ich schon irgendwie, weil es ist natürlich das Label, was dahinter steckt. Also bei Dragonheart ist es ja Universal hier. Ich muss aber gestehen, dass ich das da oben so ein bisschen doof finde, weil es einfach dadurch im Regal anders wirkt, als wäre es eine eigene Reihe. Also auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, ob ihr mir da recht gebt, ob ihr es anders seht, aber ich finde das ein bisschen schade. Ich hätte es mir tatsächlich auch hier unten mitgewünscht. Wäre irgendwie einheitlicher gewesen. Ansonsten gucken wir uns das doch mal an. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe einige Turbine-Media-Books. Ich finde die von der Aufmachung mal eigentlich relativ gut. Ja, solides Mittelfeld kann man sagen. Also sind preis-leistungstechnisch nicht die krassesten. Es sind keine Premium-Books, aber es ist definitiv auch besser als 0815. Upp, was kommt denn hier? Nur das 0815-Media-Book. Dann haben wir einen Werbeflyer. Ja, zu den Sachen, die gerade rauskommen, beziehungsweise rausgekommen sind. Oha! Oha! The Hills Have Eyes im Mediabook. Leute! Sehr cool. Davon habe ich nämlich tatsächlich zwar das Digi, aber das ist definitiv doch ein Mediabook-Wunschfilm, muss ich gestehen. Mit dem zweiten Teil hätte ich sehr gerne. Ja, hier unten. Cheech and Chong habe ich zum Beispiel auch. A Killer's Was habe ich nicht? Wollte ich mir schon länger mal holen, habe ich aber nie getan. Killer-Tomaten ist auch nicht so meins. Wenn der Wind weht, habe ich mir auch nicht geholt, aber Cheech and Chong habe ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, Hills Have Eyes werde ich mir auch holen. Und hier habe ich jetzt auch zwei, drei von. So, das Mediabook als solches hat erstmal, das finde ich ja also schon mal sehr schön, ein Bild hinter den Trays und zwar ein schwarz-weiß gemischtes Bild. Also ihr seht das jetzt hier so. So würde das ganze Bild aussehen. Und hier an der Seite ist es halt in Schwarz-Weiß, hier ist es in Farbe. Die Discs haben nichts mit dem Hintergrund zu tun. Hier gibt es, wie gesagt, Hauptfilm-Audio-Kommentar auf der Blu-ray und dann haben wir Bonusmaterial auf der Blu-ray. Das heißt, wir haben nicht den Film, wie sonst häufig bei Mediabooks üblich, auf DVD und Blu-ray jeweils drauf, sondern hier ist das komplette Bonusmaterial und hier haben wir Audio-Kommentare und den Hauptfilm. Keine DVD mit an Bord, Blu-ray only. Eine Inhaltsangabe, das finde ich sehr, sehr schön. Also es gibt auch dickes Booklet, wie ihr sehen könnt,
über 35 Seiten. Inhaltsangabe finde ich sehr, sehr schön. Seitenzahlen auch sehr, sehr schön. Booklet von der Aufmachung generell auch wie... Ja, da gibt es einen roten Faden ist da drin. Das finde ich auch sehr cool gemacht. Text, Bilder, Verhältnis ist auch echt in Ordnung. Beziehungsweise eigentlich relativ gut, wenn man sogar so das sagen kann. Und hier seht ihr schon, MediaBook ist eingewebt. Hat also keine Tackerspuren oder Klebereste. Auch sehr, sehr gute. Das ist meiner Meinung nach eine der qualitativ hochwertigsten und besten Lösungen. Und wirklich viel Text. Insgesamt 36-seitiges Booklet. Das ist prall gefüllt. Das finde ich sehr, sehr cool. Und es scheint auch nicht, als wäre das Ganze aus irgendeiner Zeitung kopiert, sondern als wäre es tatsächlich was Eigenes. Gefällt mir. Neues vom Wixxer. Wenn da der Film sein... Also der zweite Teil rausgekommen ist, dann ist ja der vorherige Film noch früher rausgekommen. Logisch, das war jetzt... Wow, quick math. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick math. Dann heißt es dementsprechend, dass ich, wie eben schon gesagt, ich war definitiv unter 18, als er rausgekommen ist. Und ich muss sagen, dass ich damals, habe ich ja eben schon kurz angedeutet, vom Titel so, das war nicht mein Humor damals schon nicht. Also ich habe Stromberg geliebt, ich habe Bastian Pastewka auch damals, ich mochte eigentlich alle. Mit Kalkofer hatte ich immer so ein bisschen meine Probleme. Ich finde den manchmal sehr lustig, manchmal überhaupt nicht. Aber im Großen und Ganzen war ich von dem Film beim ersten Mal gucken sehr enttäuscht. Ich habe nämlich tatsächlich was erwartet, so in die Richtung Bully-Parade. Also Shoot is Money to oder Traumschiff Surprise, welche ich zu dem Zeitpunkt, leider, ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, viel, viel besser fand. Mehr Klamauk einfach. Und das war für mich, das ist ja eine sehr, sehr krasse Hommage und einfach eine unfassbar gute Parodie auf einer ganz anderen Stufe. Gerade Bastian Pastewka ist ja absoluter Filmfan, Edgar Wallace-Fan und man merkt richtig, dass der auch eine super krasse Liebe zum Detail hat. Das war für mich damals aber nicht so ersichtlich und ich war sehr enttäuscht von dem Film. Inzwischen finde ich den absolut großartig und ich muss auch gestehen, er ist meiner Meinung nach gar nicht so verkehrt gealtert. Habe ihn aber jetzt auch schon ein paar Jahre wieder nicht gesehen, also es wird Zeit für einen Re-Rewatch. Ich muss gestehen, ich habe den zweiten Teil nie gesehen. Also ich habe den wirklich mir nie angeguckt. Ich weiß aber auch gar nicht, wieso nicht. Der zweite Teil hat eine 6er-Freigabe bekommen. Also ich bleibe dabei. Titel finde ich einfach nicht geil gewählt. Hier ist das Ganze jetzt nicht so wie so ein Groschenroman richtig aufgezogen, sondern, naja, schon. Das ist schon meiner Meinung nach eher wie so ein altes Filmplakat. Würde ich jetzt behaupten. Hinten drauf wieder aufgedruckt, alles drauf. Noch immer nicht nach einem Roman von Edgar Wallace. Wieder Inhaltsangabe, kleine Zusammenfassung nochmal und eben die Infos zu dem Bonusmaterial, technischen Details. So, auch vom Spine ist das. Also das muss man sagen, die beiden nebeneinander sehen schon echt gut aus im Regal. Finde ich schon sehr, sehr schön optisch. Ich finde es halt ganz bisschen schade, wie gesagt, mit diesem Red Pack. Und auch irgendwie schade, dass es die einzigen roten sind. Ich hätte da gerne jetzt eine ganze Reihe von. Ich muss ich gestehen, da geht meine Reihe wieder mit mir durch. Mein Komplettieren. Ansonsten, die Aufmachung ist sehr ähnlich. Also wir haben hier wieder Hauptfilm-Audio-Kommentar. Und wie ich sehe, ein Schwarz-Weiß-Foto. Oh Mann! Und ich gehe davon aus, dass es hier drüben wieder in Farbe ist. Ja, ist es. So. Dann machen wir wieder hier den... So sieht es dann aus. Könnt ihr erkennen hoffentlich. Trays sind ein bisschen dicker, finde ich. Aber wirkt jetzt ja nicht billig dadurch. Generell wirken die Mediabooks verhältnismäßig im Vergleich zu den älteren Turbine-Mediabooks einfach jetzt so auf den ersten Blick sehr hochwertig. Also ich finde, die haben sich auch ein bisschen gemacht. Das Booklet ist auch von Michael Scholten. Genauso wie das letzte auch. Dann haben wir hier sicherlich wieder eine Inhaltsangabe. 34 Seiten, beziehungsweise jetzt würde ich doch mal gerne gucken, haben wir dann noch... Ne, haben auch 36 Seiten. Und ja, wieder von der Aufmachung her sehr schön gemacht. Seitenzahlen unten, das muss man ganz klar sagen, da steckt Liebe im Detail drin. Ich finde das richtig gut, also es gefällt mir. Und auch hier werde ich dem Film definitiv eine Chance geben. Ich finde ja, der Cast ist natürlich auch sehr, sehr schön. Kalkofe, Bastian Pastewka... Christian Tramitz ist mit dabei, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Christoph Maria Herbst wieder mit dabei. Und hier, wie gesagt, habe ich noch nie gesehen. Also hier kann ich gar nicht so viel zum Film sagen. Ich weiß auch gar nicht, welcher beliebter ist bei dem Publikum.
um ehrlich zu sein. Gibt es da Leute, die sagen, der erste ist auf jeden Fall besser als der zweite oder andersrum? Ich werde mir da definitiv jetzt mein eigenes Bild zu machen. Ich finde die Teile wirklich schön. Ich muss aber auch ganz klar jetzt einmal ein bisschen reingrätschen und sagen, ich bin der Meinung, das ist kein Film, den man unbedingt im Mediabook braucht. Genauso wie ich auch der Meinung bin, dass Dragonheart, Daylight und Twister, die jetzt ja auch noch kommen, keine Filme sind, die man unbedingt im Mediabook braucht. Auf der anderen Seite ist dann auch die Frage, was braucht man unbedingt im Mediabook? Also ja, ich habe mir die gekauft. Ich finde die nach wie vor sehr schön optisch. Ich mag einfach diese Verpackung. Ich hätte mir die aber definitiv auch in einer schönen, günstigen oder tollen Keepcase oder auch Digi-Book-Veröffentlichung geholt und hätte mich definitiv gefreut. Ja, kommen jetzt gerade raus, sind ganz frisch jetzt rausgekommen. Anfang Mai, 7. Mai ist hier offiziell Release. Daylight und Dragonheart, wie gesagt, gibt es auch schon jetzt ein paar Tage. Das Müller Dragonheart gibt es ja inzwischen auch wieder ab und zu verfügbar. Also lasst euch da nicht auf irgendeine eBay-Auktion ein und zahlt mehr, als ihr eigentlich müsstet. Die Teile, wie gesagt, habe ich beim Turbine-Shop bestellt. Kann ich nur empfehlen, das ist ja, habe ich letztes Mal schon gesagt, unterstützt gerne die Shops. Meiner Meinung nach eine gute Sache. Wurde bei mir auch top verpackt, kam sehr schnell an und man sammelt Bonuspunkte. Das heißt, ich habe jetzt sogar mit dieser Bestellung 10 Euro, glaube ich, Bonuspunkte, die ich beim nächsten Mal irgendwie einlösen kann. Ja, ist alles ein schönes Ding, gefällt mir ganz gut. Schreibt mir gerne, was ihr von diesen 4 Mediabooks haltet, wie ihr die sonst so findet und welcher Wichser-Teil ist besser. Vielen Dank fürs Zuschauen, gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.